Kann man eine Liebeserklärung an ein Buch machen? Ist mir egal, ob man das kann, ich mache das jetzt. Autorin Andrea Weidlich. Mir, für mich bisher eine unbekannte Größe. Das ist ja manchmal im Leben so, dass man irgendetwas entdeckt und denkt, hä? Wieso habe ich das nicht früher entdeckt? Manchmal geht einem das ja auch bei Männern so. Aber Fakt ist, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Menschen auf der Welt, ich weiß nicht, es gibt wie viele Bücher auf der Welt und es ist kein Wunder. Umso schöner, umso mehr feiere ich aber jetzt das Wunder, dass ich es entdeckt habe. Und zwar, du weißt, ich bin Trennungsmentorin und Entscheidungscoach. Also alles hat was mit Trennen und mit Verbindung und mit Beziehung zu Menschen, Tieren, Natur, Büchern, Leben, mir selber zu tun. Und alles, was in diesem Bereich Tipps mit Humor bereithält, ist meins. Also auch das Liebeshierdöns. Ich verrate euch gar nichts aus diesem Buch. Wenn ihr das nicht kauft für, steht aber nicht drauf, was es kostet. Nee, habe ich abgemacht. Egal. Wenn ihr das nicht kauft, dann seid ihr selber schuld. Aber wenn euch diese liebevollen, begeisterten Worte mitten aus dem Glück aus Seeland jetzt ansprechen, dann kauft ihr euch das einfach. Und danach schreibt ihr mir bitte in die Kommentare, wie ihr das fandet. Weil ich möchte da gar nichts vorwegnehmen. Ich möchte deine echte, unverfälschte Meinung zum Liebesgedöns haben. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel mehr Liebe in deinem Leben, als da jetzt schon drin ist. Ich drück dich, deine Paragraphen, Sylvia.